Stand von Mücke-Wundränder und die typischen Verbrennungsmerkmale. Exitus zwischen 1 und 2, schätze ich mal, kann ich aber erst genau sagen, wenn ich ihn auf dem Tisch hatte. Also diesen hier. Oder diesen hier. Du gehst immer gleich vom schlechtesten Menschen aus. Dafür werden wir bezahlt bei dem. Übrigens, der Schmauchspurtest an seiner rechten Hand ist positiv. Siehst? Waffe? Nein. Könnte ja auch sein, dass ihm jemand die Waffe weggenommen hat. Aber dann hat dieser jemand ihm die Schuhe weggenommen. Was für ein Ding? Die Schuhe, Karl. Entschuldigung. Papiere? Nein. Und gerade mal 16 Cent Bargeld. Alle hat diese ganze kleine Schicht. Die letzten kalten Ravioli, das letzte warme Bier, der allerletzte Chick und dann tschüss, du schiere Welt. Ein bisschen Pietät, Herr Kollege. Das Projektil hat ihn hier die Schädel durchschlagen. Nein, das stört überhaupt nicht. Schädel durchschlagen und ist dann hier im Fahrzeugdach stecken geblieben. Das heißt also, die Schussrichtung ist völlig, sag mal, langweilig euch irgendwie? Nein, nein. Oh. Und der Kollege Novak scheint das Interesse am kriminalistischen Wettstreit völlig verloren zu haben. Er ist verdient. Und extrem schwer auszuhalten. Na? Wie geht's dir? Was? Achso, die. Ja, na, alles okay, soweit. So. Jesus.
Hallo. Hallo. Hier ist die Sonja. Gleich kommt ein... Los, Bartel. Ziemlicher Sicherheit, wer der Koch von der Hehler-Bande ist. Wer jetzt zwar nur von Observierung und Hausdurchsuchung absehen, weil das macht nur die Pferde schon. Wir müssen miteinander reden, Chef. Jo, klar. Ich werde fürs erste Mal eine Abhörgenehmigung für die Wohnung beantragen und das können Sie dann gleich angehen, wann morgen der Helmut von der Kur zurückkommt. Helmut kommt morgen nicht zurück. Und ob der zurückkommt. Wenn man in diesem schönen Lande eine Kur selbstständig verdienen könnte, dann wird es schön ausschauen in den Amtsstuben. Chef. Helmut ist fertig mit uns. Er fühlt sich von uns im Stich gelassen. Moment einmal. Der Staatsanwalt hat damals den Fall Sonja Merlitschek zu den Akten gelegt, nicht mir. Ja. Aber wir haben das akzeptiert. Wir haben klein beigegeben. Gut. Nur zur Erinnerung, ja? Keine Spuren. Keine Indizien. Das heißt, keine Ermittlungserfolge. Wir sind den Fall zigmal durchgegangen, haben alles doppelt und dreifach gecheckt. Also was soll das? Helmut sieht das anders. Und ich kann das verstehen. Was wird denn das jetzt? Verstehe. Gut, also nochmal. Zufällig, in genau dem Bezirk, wo das Lokal liegt, ganz zufällig im selben Zeitraum, wo der Mord passiert ist, hat es mehrere Überfälle gegeben, alle nach dem gleichen Muster. Ich meine, ich weiß, das klingt banal, aber was soll ich machen? Beschaffungskriminalität. Vielleicht ist der Junkie, der die Freundin abgestochen hat, gar nicht mehr am Leben. Overdose. Chef, diese Junkie-Geschichte. Helmut glaubt nicht daran. Sein Bauchgefühl sagt ihm... Aber hör's doch auf. Jeder, der damals als Verdächtiger in Frage gekommen ist, hat entweder ein Alibi oder kein Motiv. Die meisten beides. Ich mag Bauchgefühl in allen Ehren, aber da geht's um Fakten. So tragisch der Fall ist, das wird auch der Novak akzeptieren müssen. Der Novak muss überhaupt nichts akzeptieren. Der Novak wird auch nichts akzeptieren. Helmut ist durch. Der hat total zugemacht. Der lässt niemand mehr an sich ran, auch mich nicht. Seit Wochen versuche ich mit ihm zu reden, das ist zwecklos.
Und ganz sicher wird er morgen nicht kommen. Und übermorgen auch nicht übrigens. Möglicherweise wird er gar nicht mehr zurückkommen. Wo ist er? Papa. Grüß dich, was ist das denn? Okay. Ciao. Kennst du dich? In Doppel-Null. Wieso Doppel-Null? Wieder James Bond oder was? Na, weißt du, zwei Nullen sind. Sonst kassen sie alles damals. Sind beim Bruch so viel was. Wieso? Die reden über dich. Wie lange willst du das noch da machen, ha? Lang wie nötig. Du trinkst viel. Gehst nicht arbeiten. Der Sonja hat das nicht gefallen. Wie das mit der Sonja passiert ist, ich bin nicht für sie da gewesen. Danke, Herr Oberstleutnant. Und waren wir beim Friseur? Wieso? Und wenn wir uns gerade gefragt haben, was der vom Beruf ist. Blind. Gicko, rum, ich gebe ihn aus. Martina, drei Wodka. Jeden Tag da mal dumm hängen und die niedersaufen. Da haben wir es seit Wochen nicht, Harry. Ich war momentan bei der Sonja. Danke. Otto. Ich bin bei ihr auf der Couch gelegen und hab deppern in die Klotzen geschaut, wie das passiert. Was glaubst du, wie mich fühle? Das ist doch nicht deine Schuld. Die Sonja hat Angst gehabt. Ihr Ex-Mann. Na, bitte, Novak, nicht schon wieder. Uch. Der Obauer hat ein Alibi, das ist aus Beton. Und vor allem überhaupt keinen Grund, deiner Freundin irgendwas anzutun. Ich meine, wie deppert werden das? Ein Ex-Polizist marschiert in einen Polizistenbeißel und sticht dort seine Ex-Frau nieder? Trotzdem, wer hätten wir... Hätten, wir haben ihn 100-mal verhört. Bitte los mit Ruhe mit diesem arroganten Dämpferten! Wiebke! Wie spinnst du, der Karl? Ihr habt's mir hängen lassen. Wieso? Aber eins sag ich dir. Ich höre nicht auf. Bis diese Sau im Helfen ist.
da jetzt auch was? Noch einmal als Freund. Ab sofort lässt du die Finger von dem Obauer. Sonst setzt er Unterlassungsklage. Das bist hergekommen, ne? Damit du mir das sagst. Hör mal an, frischen Schritten, und du bist der Dienstmarkenlose. Wollen daher was Süßes zum Kaffee? Der arbeitet bei der Mordkommission und kann den Mord an seiner eigenen Freundin nicht aufklären. Wissen Sie, was der macht? Der verschwindet sich hinter einem Bierfassel und sagt, sie sei Theorie schön. Geben Sie grünes Licht für weitere Ermittlungen. Egal, was die scheiß Staatsanwaltschaft dazu sagt. Sonst... Sonst was? Sonst verlieren Sie ihn. Herr Baske, Sie wissen ganz genau, ich verwehre mich nicht grundsätzlich gegen neue Ermittlungsansätze. Aber sich auf diese verblödete Theorie mit dem Ex-Ehemann zu versteifen, ist ja wirklich hirnrissig. Herrgott, noch einmal! Ja, natürlich werden wir ihm helfen. Kriminalistisch oder psychologisch? Das macht momentan keinen Unterschied. Was treppen die da unten? Wer war denn das? Der Herr Wondracek. Ist nicht wahr. Ein Pfandleiher aus dem 7. Bezirk. Gestern hat ihm jemand eine Waffe angeboten. Ein Sandler, wie der Herr Wondracek so taktvoll gemeint hat. Ja, und? Der Tote von vor einem Monat. Der, wo wir die Waffe gefunden haben. Ach so, und Sie glauben jetzt, dass die Waffe vielleicht... Alles klar, kennst du eben noch. So, Kinder, jetzt zum Wesentlichen. Hört's endlich auf mit der konspirativen Arbeit im Fall Novak. Ab jetzt offiziell. Grünes Licht. Wir sind wieder dran am Fall Sonja Merlecek. Und zwar ausschließlich in Blick Richtung Mordhypothese. Wir stellen alles auf Null, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Mehr Glauben schenke als den Anschuldigungen eines Drogenhändlers. Ja,
Jetzt soll es aber angeblich auch ehrliche Ganoven und sogar korrupte Polizisten geben, ne? Bin mir nicht sicher, ob wir Sie noch mal auf eine Pressekonferenz schicken sollen. Herr Doktor, ganz ehrlich, mir war der Oberauer nie ganz geheuer und der Novak hat... Novak hat Oberauer heute zum letzten Mal bedroht. Anrufe in der Nacht, er steht plötzlich vor der Haustür, verfolgt die Leute mit seinem Wagen. Der Mann hat eine kleine Tochter. Seine Frau ist mit ihren Nerven am Ende. Ja, mit dem Kollegen... Und jetzt die Szene vor der Schule. Herr Doktor, ich finde, wir sollten die Ermittlungen trotzdem wiederholen. Haben Sie neue Hinweise? Wissen Sie, wo Novak sich zurzeit aufhält? Leider. Bringen Sie Novak unter Kontrolle. Ich dachte, Sie kommen, um uns mitzuteilen, dass der entgleiste Kollege endlich hinter Gittern sitzt. Gegen den Kollegen Novak liegt nichts vor. Ja, weil mein Mann ein guter Kerl ist und bisher Hemmungen hatte, Kollegen anzuzeigen. So psychotisch die auch sein mögen. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum so ein Mensch noch frei rumläuft. Warum unternehmt sie nichts gegen diesen Verrückten? Jahrelang hat sich mein Sohn für die Polizei eingesetzt. Jetzt verdächtigt sie ihn. Reg dich nicht auf, Maria. Das regelt jetzt alles dieser Anwalt. Ich dachte, Sie kommen, um uns mitzuteilen, dass der entgleiste Kollege endlich hinter Gittern sitzt. Gegen den Kollegen Novak liegt nichts vor. Ja, weil mein Mann ein guter Kerl ist und bisher Hemmungen hatte, Kollegen anzuzeigen. So psychotisch die auch sein mögen. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum so ein Mensch noch frei rumläuft. Warum unternehmt sie nichts gegen diesen Verrückten? Jahrelang hat sich mein Sohn für die Polizei eingesetzt. Jetzt verdächtigt sie ihn. Reg dich nicht auf, Maria. Das regelt jetzt alles unser Anwalt. Frau Ober, Sie haben ausgesagt, Ihr Sohn hätte seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner ersten Frau gehabt. Ja. Warum soll er mit dieser Person noch Kontakt haben? Monate, zwei an der Zahl. Mittagessen mit dem Vermieter steht darauf. Ja und? Mein Mann hat diese Gaststätte vor Jahren seiner damaligen Frau gekauft. Sie hat dafür eine lächerliche Pacht bezahlt. Es ist doch gut möglich, dass sie mal gemeinsam Mittagessen waren. Außerdem müsste er gleich nach Hause kommen. Am besten, Sie besprechen das mit ihm und unserem Anwalt. Hallo. Mami, Mami, ich bin wieder da. Hallo, Süßchen. Und, was ist jetzt schon wieder los? Hat sich schon erledigt. Na, fein. Sie wollen essen. Ich wünsche guten Appetit. Herzlichen Dank. Entschuldigung. Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Ja, komm, mach mit beim Suchbildrätsel. Der Tote mit dem Kopfschuss. Genau. Sieht ihm zumindest sehr ähnlich. Das ist er doch. Das ist doch kein Zufall. Da frage mal, ob den jemand kennt. Martina. Doch, schau her, schnell. Schau dir mal das Foto an, kennst du den? Oh, ist der tot? Mhm. Da, schau. Da ist er da in der Mitte. Hast du den schon mal gesehen? Ja. Ungefähr Wochen, bevor das mit der Sonja, was der da, war er da. Der hat's gesessen da hinten. Was? Das ist ja von früher kennt, hat's gesagt. Was wollten der von der Sonja? Diskutiert haben's. Seine Rechnung hat zu heute. Ja, sicher. Thalhauser Johann, na klar, unser Johnny. Johnny haben wir zu ihm gesagt. Es ist kein Wunder, dass ich den als Leiche nicht erkannt habe, wie der ausgeschaut hat. Wieso habt ihr den nicht früher identifiziert? Da muss ja Fingerabdrücke geben. Gibt's eben nicht. Die muss ja niemand gelöscht haben. Gibt auch vom Oberauer keinen. Ah, war schon, ja. Na klar, das waren die selber. Folgendes, da hat's vor 9 oder 10 Jahren einmal interne Ermittlungen gegeben wegen Unterschlagung von 4 Kilo Koks. Die Geschichte ist dann im Sand verlaufen, weil Wahlen vor der Tür gestanden sind. Immerhin, wir haben eine neue Spur. Ich meine, innerhalb von 48 Stunden kommen beide, die Ex-Frau vom Oberau und sein ehemaliger Partner, ums Leben. Du hast aber gesagt, das mit dem Thalhaus, das ist doch kein Zufall. So, was darf's sein? Ein Verlängerten hätte ich gern, Schwarzbild. Danke. Herr Krügel? Ja, na? Einen großen Braunen, bitte. Wieso? Na und, glaub,
glaubt sie jetzt immer noch an einen Raubüberfall? Der Obauer hat diesen Überfall gestellt, der hat halt die Tageseinnahmen mitgenommen. Erstens haben wir keine Zeit verschissen. Und zweitens gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Obauer es war. Red weiter, Helmut. Okay. Und bei der Gelegenheit hat er seinen ehemaligen Kollegen auch entsorgt. Vielleicht wollte er über alte Zeiten auspacken. Wahrscheinlich hat er bei der Sonja sogar. Moment, Moment. Thalhausers Tod ist laut Franziskas Angaben eindeutig Suizid. Ja. Und wo ist dann die Waffe, bitte? Wo ist die? Die hat möglicherweise ein Obdachloser an sich genommen, als er Thalhauser gefunden hat. Und vielleicht taucht die irgendwann wieder auf. Außerdem hat Franziska noch was rausgefunden. Der Thalhauser hat höchstens noch 3 Monate zu leben gehabt. Und das hat er auch gewusst. Also ein klares Suizidmotiv. Aber das ist doch kein Grund, dass man die Ermittlungen... Bauer war laut Angaben seiner Frau und seiner Mutter zur Tatzeit zu Hause. So. Warst du was von der Wacht, Martina? Gibst du noch eine Kirche? Martina, Schatz, gibst du noch eine Kirche? Jetzt halt einmal die Papen, ob die eh gehört. Ja. Dienstagnachmittag ist mein Sohn beim Friseur. Und Ihre Schwiegertochter, wo ist die? Was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Johann Thalhauser, sagt Ihnen das was? Dieser Herr da, neben Ihrem Sohn. Ah, der Johnny. Der Johnny. Der Johnny ist tot. Der hat immer schon gekränkelt. War das Krebs? Nein, das war eine Kugel im Kopf. Und Sie bestellen Ihrem Sohn, morgen um 8:30 ist auf dem Revier. Er kennt den Weg. Guten Tag. Servus, Nora. Wo ist die Martina? Ja, vielleicht hinten. Sie haben telefoniert. Sagen soll, was du machst, mit wem du dich triffst, alles halt. Sonst kann ich mich schleichen. Und das mit der Sonja? Meinst du, mir tut das nicht weh? Martina! Wo war er an dem Doktor? Pass auf. Du weißt, du, was ich fähig bin. Was, dass ich mir von dir nicht mehr drohen lasse, Erwin? Verstehst du das immer noch nicht? Ich hab dich in der Hand, nicht du mich. Der Johnny hat sich mit mir öfter stumpf gesoffen. Hat immer auf
verstrecken zum Delirium, ist er dann ziemlich gesprächig geworden, der Johnny. Und dann hat er mir von echtem gemeinsamen Abenteuer erzählt. Regelrechte Beichte war das. Sein Sitz, ne? So, die Puffen auf der Seite, ne? In der Hand. Ne? In der Kraxen hat es ausgeschaut, schrecklich. Dass man so leben kann. Traurig. Haben Sie den Schuss gehört? Deshalb bin ich ja hin. Aber vorsichtig, bei dem Gesindel weiß man nie. Wenn Sie mich fragen, waren das die Ostmafia. Aha. Wann war denn das genau? Haben Sie sonst noch irgendwas mitgehen lassen, außer der Waffe am Tatort? Die Schuhe da, eine halbe Flasche Schnaps und 12 Euro. Die Schuhe von einem Toten? Ja. Auch nicht schlecht. Immerhin haben Sie sich freiwillig gemeldet. In der Zeitung war eine Phantomzeichnung von mir. Sie lesen Zeitung? Wenn ich eine finde. Gibt's eigentlich eine Belohnung? Eine Belohnung. Ja, für sachdienliche Hinweise gibt's oft was. Im Flur steht ein Kaffeeautomat. Zusammengeschlagen wurden. Ich schlag davon aus, dass ihr Sohn dahinter steckt. Schmarrn, es hat doch der Erwin gar nicht notwendig, dass er sich an so einem Menschen die Hände schmutzig macht. Ist das nein, entschuldigen natürlich. Als Sicherheitschef der Firma seines Schwiegervaters oder für sowas natürlich Leute, ne? Seit Wochen terrorisiert der Kerl meine Familie. Überfällt meinen Sohn. Vor den Augen seines Kindes. Ja, lass er das letzte Mal gesehen. Jahrelang überhaupt nicht. Dann ist er plötzlich aufgetaucht. Vor ein paar Wochen. Fürchterlich ausgeschaut. Magenkrebs. Hat mich um Geld angebettelt. Und? Haben Sie ihm welches gegeben? 300 Euro. Mehr habe ich dabei gehabt. Unser Kollege ist gestern noch zusammengeschlagen worden, Herr Ober. Hat sich vielleicht mit jemandem angelegt, der weniger Geduld hat als ich. Schon möglich. Herr Ober, Ihre Mutter hat ausgesagt, dass Sie am Todestag von der Sonja Merlitschek zu Hause gewesen sind. Dann wird es ja wohl auch so stimmen. Ah. Vielleicht stimmt aber auch Folgendes. Sonja Merlitschek hat sie zur Rede gestellt, nachdem sie von Tarasa erfahren hat, woher die Kohle stammt, mit der sie die Kneipe bezahlt haben. Hat euch der Novak diesen Schaß erzählt? Sie sind zu ihr in die Kneipe, aber Frau Merlitschek wollte nicht mit sich handeln lassen. Stattdessen hat sie ihnen angedroht, dass sie Novak alles erzählt. Und da sind sie ausgerastet. Die abgelegte Frau vom Erwin hat es nie verwunden.
dass er jetzt ein Geld hat, eine Familie hat, dass er glücklich ist. Ja, den Novak aufgehetzt, das Mensch. Das Mensch ist ermordet worden. Ja, von einem Kriminellen oder irgendeinem Drogensüchtigen. Was hat denn mein Bub damit zu tun? Der Bub hat die Frau Merlecek kurz vor ihrem Tod aufgesucht. Wer sagt das? Er ist gesehen worden von einer Zeugin. Dann lügt die! Sie werden Ihre Aussage vor Gericht beeiden müssen, das ist wirklich klar, ne? Da können Sie sich drauf verlassen. Keine zwei Minuten mache ich im Bacillus. Ich wollte gar nicht zu Sonja. Sondern zu wem? Zu Martina. Die Pacht erhöhen. Die habe ich immer sehr niedrig gehalten, weil ich mit der Sonja mal verheiratet war. Hoppala, Herr Obauer. Und so schnell kann ein Alibi platzen. Wieso? Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir sie festnehmen. Nur einmal, Martina. Du brauchst keine Angst mehr haben. Vom Obauer. Wird mein Kollege angerufen, der vorhin da gewesen ist. Der Obauer sitzt fürs Erste. Hat der die Sonja umgebracht? Du bist ihre beste Freundin gewesen. Was hat's denn mal Zeit über ihn? Dass er ein Arschloch ist. Der falsche Hund. Und dass er. Martina. Ich weiß ja auch nicht, ob das wahr ist. Das ist wahr. Erschossen haben. Und dann haben sie, er und sein Partner, haben sie das Koks selber vercheckt. Servus. Und? Negativ. Was suchen Sie denn? Warum haben Sie uns angelogen? Ich hatte Angst, Herr Rybarski. Dass Sie meinen Mann mitnehmen. Ja, ja, er war an diesem Abend nicht zu Hause, aber er hat doch die Frau Merlecek nicht umgebracht. Niemals wäre zu sowas fähig. Sind Sie aber? Günstig kurz. Spricht mir drauf. Das schau her. Also ich hätte sie weggeschmissen. Ich hab dir ja gesagt, dass ich dich erwische. Was nicht. Raus da. So ist es doof. Weil ich weiß, wo der Schlüssel ist. Dass Sie und Ihr Sohn alles verlieren? Was Ihr Sohn durch die Hochzeit mit Frau Falkenberg zugefallen ist? Mein Sohn hat sich ein Leben lang aufgeopfert. Ein Leben lang für seinen Beruf. Privat. Maria.
Zeit, dass er auf sie selber schaut. Wird er müssen. Sie sind festgenommen. Zuhältermilieu. Revierstreitigkeiten Russen und Bulgaren. Hat der Seiler die Telefonbewachung schon abgesegnet? Nein, nicht erreicht. Ja, das ist gut. Ich habe da so einen Typen, der gibt mir immer Tipps, wenn wir nicht weiter wissen. Da, wie heißt der? Der Bojanov, genau. Dann rufe ich den an. Ne? Ja, mach das. Ich schaue, ob ich den Seiler doch erwisch. Dann gehe ich noch mal die Fotos durch. Ich rufe die bulgarischen Kollegen an. Nürnberger, grüß Gott, die Bahn. Hast du sie aufgeschaltet? Ja, das war's.